Wenn ihr wissen möchtet, wie man ohne Arbeit so ein leckeres, cremiges Karamell herstellen kann, dann bleibt dran. Ihr braucht gezuckerte Kondensmilch, die bekommt ihr in jedem Supermarkt. Normalerweise sieht gezuckerte Kondensmilch so aus. Das ist so eine dicke Flüssigkeit. Am besten nehmt ihr direkt 2, 3, 4, 5 Dosen Kondensmilch und macht das Papier ab, so wie hier. Dann stellen wir die Dosen ins Wasser und kochen das Wasser auf. Sobald das Wasser kocht, stelle ich das auf mittlere Temperatur und mache einfach den Deckel drauf. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal 2 Stunden köcheln und zwischendurch bewege ich die Dosen. Ich habe die Dosen jetzt ungefähr 2,5 Stunden kochen lassen und die erste Dose hole ich jetzt raus. Vorsicht, heiß. Und die zweite Dose lasse ich noch eine weitere Stunde köcheln. Ich hole jetzt die zweite Dose raus und die habe ich ungefähr 3,5 Stunden kochen lassen. Beide Dosen sind jetzt abgekühlt und jetzt schauen wir uns mal den Inhalt an. Diese Dose hier habe ich nach 2,5 Stunden rausgeholt. Ja, man sieht, wie schön dunkel das geworden ist. Boah, das riecht mega karamellig, wirklich richtig heftig. Probieren wir das mal. Das schmeckt nahezu wie das Karamell von McDonald's. So sieht also die Dose nach 2,5 Stunden aus. Das ist die Dose, die habe ich 4 Stunden kochen lassen. Dann probieren wir das mal. Boah, heftig. Mega, mega lecker. Wirklich mega lecker. Die Karamellcreme schmeckt einfach göttlich. Die schmeckt wie bei dieser ganz bekannten Fastfood-Kette, wo man das leckere Eis mit Karamellsoße bekommt. Und wem das zu lange dauert, wenn ihr einen Schnellkochtopf habt, könnt ihr die Dosen auch in einen Schnellkochtopf legen. Nach 30 Minuten habt ihr dann ungefähr diese Farbe und nach 45 Minuten bis einer Stunde habt ihr diese Farbe erreicht. Das ist auf jeden Fall die einfachste Methode, selber Karamell herzustellen, ohne dass einem das Zeug anbrennt. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Karamell herstellen. Ihr seht, wie einfach das ist. Und dann sage ich nur, lasst es euch schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr mein Video liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.